So. MacReady. Einmal speichern. Schnell speichern. Sehr schön. Das hat aber jetzt ordentlich mal wehgetan. So, sonst liegt hier nichts rum. Wir gehen nach oben. Okay. Weiter geht's. Ah. Gut, weiter geht's. Wir gehen hier hoch. Ich gehe mal von aus, dass es hier lang geht. Was haben wir hier? Leere Farbdosen. Okay. Gut. Wartest du mal bitte? Diesen Trakt haben wir nie benutzt. Seit Jahrzehnten ist hier niemand mehr gewesen. Okay. Wir wissen nicht, worauf wir hier stoßen. Okay. Das heißt, okay, da lag noch ein Sturmfeuerzeug. Das lasse ich mal. Gut, bist du bereit? Ich bin bereit, glaube ich. Dann gehen wir mal rein. Was für ein Chaos. Hoffentlich finden wir einen Weg dadurch. Der Lastenaufzug ist im Erdgeschoss. Dieser Ort gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Nicht hier sein. Wir müssen aber hier sein. Unfassbar. Nein, dass sie mir nur einen halben Anteil geben. Die Bande ist noch verkommen. Ja, steh hoch! Was zur Hube? Egal, darf nicht sterben! Huch, cooler Trick. Huch. Au, 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 au. Warte mal. Noch mehr von denen? Todeskrallen, Hand. Okay. Das ist doch ein Witz. Bitte? Wo ist denn hier noch einer? Ups, ups. Ach. Ach komm. Verdammt, gerade fängt es an, mir Spaß zu machen. Warte. Einmal gucken, was sie dabei haben. Okay. Einmal alles soweit mitnehmen, was geht. Was haben wir denn hier? Okay. Gut. Scheiße. Was? Verloren. Puh. Weiter geht's. Ich bin da. Okay. Okay, ich sehe. Mach langsam. Ich sehe, hier sind noch einige. Ich nicht diese Müll hier zu durchwühlen. Nein. Kurz und schmerzlos. Lauf mir. Runter! Runter! Ach, du spritzt dich selber? Cool. Okay. Jetzt wollt Spielchen mit mir spielen. Nein! Getötet! Natürlich. Er hätte mich ja auch getötet. Einer ist hier noch. Schön langsam. Das war ein großer Fehler. Okay. Gut. Das war ein großer Fehler und meine ganze... Wir brauchen das Zeug ja nicht mehr. Meine Rüstung sieht aus, das ist unglaublich. Okay. Oh, MacReady, könntest du mal ein bisschen langsamer machen? Okay. Ich bin hinter dir. Du musst schon weitergehen. Okay. Steh langsam, was das war. Du ein Geist oder sowas bist. Steh langsam, was das war. Du ein Geist oder sowas bist. Lass mich in Ruhe. Noch mehr von denen? Scheiße.
bist tot! Gehörst du mir, Mann? Ach. Warum müssen sie sich immer wehren? Was ist denn hier los? Oh mein Gott, was ist das hier alles? So ein Haufen Puppen? Wie krank. Du bist tot. Och Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Ich muss einmal... Ja, bist du ja, du kleine Schlampe. Was ist denn jetzt schon wieder? Was soll das denn? Och Mann, Jack. Wo ist die kleine Schlampe? Hörst du das? Ja, ich höre das. Oh, komm schon, ich will das hier haben, bevor es hier weitergeht. Feigling. Selber. So. Hab ich. Was? Nehmen wir auch nochmal mit. Wir speichern einmal. Und dann würde ich mal sagen, geht's wohl hier runter, oder was? Das war's. Scheint so. Ich hab den Arsch gefunden! Gib einfach auf, Arschloch! Was für Wörter hat er hier verwendet? Aua! Und ein Legendärer mit dabei. Okay, Bein ist hinüber. Wann wird dir die Munition ausgehen? Noch nicht. Pass mal auf. Du vergeudest meine Zeit! Natürlich mutiert. Jack. Und? Schon müde? Himmels Willen, wie viele Bastarde sind das denn noch? Ich schick dich in die Hölle! Das stellt euch doch alle davor. Abschuss. Mann. So. Schnell ziehbar. Jagdgewehr. Kostet 25% weniger Aktionspunkte. Cool. Kampfgewehr. Das ist hier eklig. Ich will hier raus. Geh mal. Geh. Oh, Mann, MacReady. Könnte es auch meine Diät machen. Okay, das ist hier so krank. So, gut. Bevor der alte Lastenaufzug funktioniert noch. Was soll das heißen? Okay. Ich bin drin. MacReady? Kommst du bitte? Damit kommen wir in den Keller. Komm. Nach unten. Ich bin hier alleine? Nein. Okay. Meine Rüstung ist sowas von hinüber. Und ich hoffe, das Spiel ist hier gleich vorbei. Keller. Okay, keine Mine. Keller. Was haben wir hier? Okay. So. Ich warte noch auf den Moment, wo es dann heißt, ich kann nichts mehr mitschleppen. Nein. Töte jeden, den du siehst. Zögere nicht. Sie dürfen Lorenzo nicht befreien. Okay, wenn du das sagst. Dann machen wir das. Hab ich schon gespeichert? Ich speichere nochmal. Boah, warte. Warte. Er rennt da jetzt einfach so rein. Ah, dieser Junge. Okay. Was haben wir denn gemacht? Echt. Auch jetzt hättest du das schon ein paar Mal gemacht. Ah, nur ein paar Mal. Okay. Hier ist sonst weiter nichts mehr. Okay. Wow.
Diese Idioten versuchen, das Abramelin-Feld abzuschalten. Das ist das Einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Hallo, okay. Jack. Ist lange her, dass ich das Vergnügen eines persönlichen Besuchs hatte. Vater, ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Lucifers Eingeweiden. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Ich muss sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell! Okay. Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Ihr wertlosen Maden! Macht schon! Oh, das gefällt mir nicht. Ihr habt's fast geschafft. Oh, das gefällt mir nicht. Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Wir sind fast da. Ich öffne den Haupteingang. Schnell! Scheiße, es kommt rein. Das Abramelin-Feld ist abgeschaltet. Die einfachste Aufgabe eurer Fähigkeiten. Was? Ah, weg. Endlich frei. Okay. Mysteriöses Serum nehmen. Aua. Was denn? Wir haben alle anderen gekriegt. Okay. Verhindert, dass die Raider Lorenzo Rebel. Okay, wie soll ich das verhindern? Hör nicht auf meinen Sohn. Wie soll ich das verhindern? Der Verrückte. Sieh nur, was er mir angetan hat. Ich habe eine Sicherung in das Eindämmungsfeld integriert. Okay. Stell die vier Abramelin. Also. Oh. Auf manuelle Entschuldigung. Dann kann ich tödliche Zeta-Strahlung in seine Zelle strömen lassen. Tu das Richtige. Öffne diese Tür und lass mich raus. So, was soll ich? Töte oder befreie Lorenzo Cabot? Okay, aber was soll ich jetzt machen? Tu das Richtige. Was ist das? Lass mich hier raus. Manuelle Überbrückung aktiviert. Was soll ich jetzt? Lass ihn nicht raus! Soll ich jetzt hier hinten den Hebel betätigen? Deine Kräfte kehren zurück. Bitte, öffne einfach die Tür. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich da hinten den Hebel drücken? Och, Manu. Töte oder befreie Lorenzo. Ja, das habe ich ja. Jack will, dass ich ihm helfe, seinen Vater Lorenzo zu töten, bevor dieser aus seiner Zelle entkommen kann. Lorenzo meinte, ich solle nicht auf Jack hören und ihn stattdessen befreien. Ich muss mich entscheiden, wem ich helfen möchte. Okay. Sobald du die Abramelin-Generatoren umstellst, kann ich's beenden. Okay, das heißt, die Abramelin, diese hier. Ich mach das jetzt einfach mal. Weil meine Hoffnung ist ja... Alles, was dir mein Sohn über mich erzählt hat, sind eigennützige Lügen. Das ist doch offensichtlich. Ich weiß es nicht. Wer bist du denn? Du musst die anderen Generatoren umschalten. Ach, du bist mir nicht sicher. Ich mache es jetzt. Denk an alles, was dir Jack erzählt hat. Wer ist deiner Meinung nach der Verrückte hier? Du? Ich hab's gemacht, nochmal. Alles, was dir mein Sohn über mich erzählt hat, sind eigennützige Lügen. Das ist doch offensichtlich. Das war's. Keine Sorge. Die Zeta-Strahlung tut dir nichts. Tut mir leid, Vater. Ich habe alles getan, um das hier zu verhindern. Ich glaube, fast einen Weg gefunden zu haben, um das Artefakt zu entfernen. Lügner! Ihr hättet mich ewig ausgesaugt, wenn's nach euch gegangen wäre. Mickriger Wurm. Denkst du wirklich, du hättest die Macht? Dich zu zerstören! Leb wohl, Vater. Oh Mann. Lorenzos Anzug, nein. Es ist schön und... Oh. Was? Das da will ich. Massachusetts Chirurgenplatz 16. Du hast eine Ausgabe des Massachusetts Chirurgenplatz gefunden. Du verursachst dauerhaft plus 2% Körperteilschaden. Sehr schön. Kann ich die ganzen Bücher mitnehmen? Nein. Oh, das nehme ich aber alles mal mit. Kann man
bestimmt gebrauchen. So. Was? Achso. Aufgepasst. Und? Was? Es ist schön, unterwegs zu sein. Good Neighbor hatte langsam seinen Reiz verloren. Klingt hart. Reiz verflogen? Klingt, als wäre es da für dich ziemlich hart gewesen. Hart? Das ist noch milde ausgedrückt. Sagen wir es mal so. Es ist nicht sehr erholsam, ständig mit einem offenen Auge zu schlafen. Trotzdem war es für mich der optimale Arbeitsplatz. Die Schläge aus Diamond City hätten mich aus der Stadt gejagt. Und allein durch das Commonwealth zu ziehen, ist nicht empfehlenswert, wenn die Kronkorken fehlen. Kronkorken sind es nicht wert, sein Leben für sie aufs Spiel zu setzen. Ha, das sagt sich so leicht. Aber im Moment brauche ich jeden Kronkorken, den ich kriegen kann. Ich hoffe, du steckst nicht in Schwierigkeiten. Nein, nicht unbedingt, aber... Normalerweise plaudere ich nicht so aus dem Nähkästchen. Aber du warst mir gegenüber offen. Also bin ich es dir gegenüber auch. Es sind diese beiden Arschlöcher... Diese beiden Idioten, mit denen ich im Third Rail gesprochen hatte. Winlock und Barnes. Die sind seit Monaten hinter mir her und das vertreibt die Kunden. Niemand will mit mir zu tun haben, wenn sie hören, dass ich einmal bei den Gunnern war. Und ich dachte mir, dass ich mich mit genug Kronkorken vielleicht freikaufen könnte. Wie viele Kronkorken brauchst du? Bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt, es ist nicht einmal das, was mir am meisten Kummer macht. Ich frage mich, wie ich es anstellen soll. Winlock und Barnes werden ständig von einer kleinen Gunner-Armee begleitet. Könnte sein, dass sie einfach die Kronkorken behalten und mir eine Kugel in den Kopf jagen. Wenn ich einen Treffpunkt vereinbare, kommen sie sicher in voller Stärke angerückt. Es sei denn, vielleicht könnten wir beide ihnen einen kleinen Besuch abstatten und sie ausschalten, bevor sie wissen, wie ihnen geschieht. Und schau nicht so. Ich würde dich nicht einmal fragen, wenn ich dir nicht vertrauen würde. Ach, komm. Ich bin da, wenn du meine Hilfe brauchst. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ehrlich gesagt, konnte ich mich seit meiner Kindheit auf niemanden mehr verlassen. Jeder, den ich traf, wollte mich entweder übers Ohr hauen oder mir ein Messer in den Rücken rammen. Hm. Aber du? Du bist Ich schieße anders. In den Rücken. Wir sind bei den meisten Dingen einer Meinung. Und ich habe da so ein Gefühl, dass es dir nicht egal ist, was mit mir passiert. Deshalb habe ich dich um Hilfe gebeten. Weißt du was? Ich mache es dir einfach. Wenn du mir hierbei helfen willst, kommst du rüber zum Autobahnkreuz Mass Pike und wir erledigen sie. Wenn nicht, nehme ich es dir auch nicht übel. Auf jeden Fall danke dafür, dass du es dir angehört hast. Schön zu wissen, dass es dir nicht egal ist. Wir hatten keine andere Wahl, oder? Du verpisst dich jetzt? Na toll. Was hätte er getan? Zustimmen. Es war die einzige Lösung. Hoffentlich hast du recht. Diesmal war ich wirklich ganz kurz davor, ein Heilmittel zu finden. Seine Verbrechen, als er damals noch frei war. Nur wegen des Einflusses meiner Familie ist er hier gelandet und nicht in der Todeszelle. Die Welt heute, sie ist für Monster wie geschaffen. Nichts hätte ihn aufhalten können. Nein, ich habe meine Frage beantwortet. Wir hatten wirklich keine Wahl. Das mit Lorenzo tut mir leid. Ich bin überrascht, dass du das sagst. Aber danke. Bevor du gehst, ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Oh, cool. Danke. Super. Vielen Dank. Noch eine Sache. Ich habe das Artefakt so lange erforscht. Vielleicht kann ich was damit anfangen. Komm in ungefähr einer Woche wieder zu uns nach Hause. Vielleicht war meine ganze Forschung doch nicht umsonst. Okay, das werde ich machen. So, erstmal... Nicht diesen wertlosen Müll rumzuschleppen. Das werde ich, weil ich bin jetzt überladen, mein Lieber. Du willst, dass ich dir... Och, die kann ich nicht mitnehmen. Nur seinen Anzug. Ich will das Artefakt mitnehmen. Oh, Nudelschale. Gemüsesuppe. So, komm mal her. Aufgepasst. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, doch. Du kriegst meinen ganzen Schrott erstmal, bis ich mal wieder ein bisschen laufen kann. So. Das hast du dir verdient. Ich helfe dir dafür, dein Gunner-Problem zu lösen. Oder dein... Allgemein deine Probleme zu lösen. Das ist nur das Mindeste, was du für mich tun kannst. Ich trage deine Last, du trägst meine Last. So einfach schaut es bei mir aus. Super. Gut, bist du bereit? Komm, MacReady, wir hauen hier ab. Sieht nicht so aus, als ob wir hier noch irgendwas holen könnten.
Mann, war das jetzt hier gerade ein bisschen spannend. Die haben auch echt Probleme. Ja, und sein Vater. Aber gut, Vater ist jetzt tot. Wir haben es erledigt. Können wir hier, guck mal, wir nehmen das nochmal mit. Alles Zeug, was wir in unser Lager bringen können. Ein paar Ordner, die wir Gammelkala verkaufen können. Und was haben wir denn hier? Da ist doch noch was drin. Ach, eine Knochenfräse. Die nehmen wir auch mit. So. Und es scheint wohl, wir gehen hier wieder raus. Der Fahrstuhl dürfte ja jetzt funktionieren. Kommst du bitte? MacReady? Hey, ich habe Munition für dich. Echt? Hey. Was willst du? Ja, Munition. Cool. Huch. Das ist nett. Ach. Das ist cool, Munition. Das finde ich nett. Aber nicht die richtige. Wir müssen echt wirklich mal die Waffe austauschen. So. Ist hier noch irgendwas? Wir sind jetzt wieder hier oben. Aktenschränke sind leer. Den Wodka, Whisky, Aschenbecher, das nehmen wir mal alles mit. Machen wir nachher eine Party. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Hochsicherheitsverwahrungsanlage-Systemstatus. Hauptaufzug normal. Okay, okay. Huch, da war doch noch irgendwas anderes. Stand doch da. Patientenakte. Beschädigte Daten entdeckt. Dateien sind möglicherweise verkürzt oder fehlen. Wenden Sie sofort an einen IT-Mitarbeiter. Freigabebezirk Cabot Lorenzo, 28. März 1835 geboren. Einweisung am 11. Juni 1898. Behandlungsdauer unbegrenzt. Ort Hochsicherheitseinrichtung. Zustand speziell sie unten. Okay. Anmerkung: Der Patient wurde gegen seinen Willen zur unbegrenzten Verwahrung in die Hochsicherheitseinrichtung eingewiesen. Die Behandlung untersteht direkt Bezirksdirektor Cabot. Ohne ausdrückliche Anweisung durch Bezirksdirektor Cabot ist der Kontakt mit dem Patienten untersagt. Jetzt haben wir De Soto Antonio, 2042, Behandlungsdauer 5 Jahre, verlängert, Isolationsraum 03, Zustand speziell, Zuweisung Bezirksdirektor Cabot. Anmerkung: Patient wurde nach Sondervereinbarung mit der Familie eingewiesen. Auf rechtliche Beratung wurde im Beisein von Bezirksdirektor Cabot verzichtet. Patient darf keine Besucher empfangen oder Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Solange der Patient kooperativ ist, sollten alle machbaren Annehmlichkeiten bereitgestellt werden. Keine Behandlung erforderlich. Okay. Stavsky an Aniela, 15. April 2052, Einweisung 15. April zu ihrem 20. Geburtstag. Behandlungsdauer offen, Isolationsraum 07. Speziell, Patient hat sich selbst eingewiesen. Patientin hat bislang keine Besucher und hat keine bekannten Verwandten. Patientin hat nie Verbrechen gestanden oder gewalttätiges Verhalten an den Tag gelegt. Aber Details aus den Gesprächssitzungen gleichen denen eines Falls, bei dem 4 Studenten der Mass Bay University vergiftet wurden. Behandlung Kunsttherapie. Ergebnisse sind beunruhigend. Okay, was haben wir hier? Smith Robert Bobby, 23. November 2064, 10. August 1974, 8 Jahre, Isolationsraum 01, speziell, okay. Anmerkung: Patient wurde vom Jugendamt von Massachusetts in die Obhut von Bezirksdirektor Cabot übergeben. Familie vom Patienten ist ortsansässig, weigert sich aber, ihn zu besuchen, gibt seine Vergehen freimütig zu, mehrfacher Mord, Körperverletzung, Behandlung, Musiktherapie, Bachs Dakota und Fuge in D-Moll ist das einzige Stück, das sein Lachen beenden kann, und er lacht fast durchgehend. Okay.
Fano Cherise, 5. Februar 2032, Einweisung 8. März 2076, Behandlungsdauer 2 Jahre, Isolationsraum 06, Zustand speziell, Zuweisung, Bezirksdirektor Cabot. Anmerkung, Patient darf eigene Kleidung, schwarzes Leder tragen, solange sie weiterhin kooperativ ist. Patientin zeigt Symptome der oft missverstandenen Störung Paraphilie. Besuche von Überprüfung männlichen Partnern genehmigt. Gespräche über diese Besuche mit Bezirksdirektor Cabot sind ein integraler Bestandteil der ausdauernden Therapie. Behandlung, kontemplative Psychotherapie, Schocktherapie. Und der letzte, was haben wir hier? Nachkrieger, wirklicher Name unbekannt, geboren unbekannt, Einweisung 4. Juni 2074, Behandlungsdauer offen, Isolierraum 04, Zustand Speziellzuweisung Cabot. Anmerkung, Patient weigert sich, seinen wirklichen Namen zu verraten, behauptet, er habe eine geheime Identität. Patient glaubt, er sei ein Superheld, besitzt einen übermäßig ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, muss von einigen Patienten getrennt werden, um Auseinandersetzungen vorzubeugen. Behandlung, Realitätstherapie, umfassende Gesprächstherapie. Ein Superheld. Oh Mann, das Ding wurde ja so richtig hochgejagt. Was für ein Ding. Die wurde gar nicht so richtig hochgejagt. So. Ausgang, würde ich mal sagen, ist in diese Richtung. Ja. Yeah. Habe ich hier irgendwas liegen lassen? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Ach so, das ist ja nur diese Innenhalle. Was für eine Sauerei. So, ach Mensch, dich hatten wir doch schon. Gut, dann hauen wir hier mal wieder ab. Wunderbar, es ist Tag. Wir sehen auch was. Okay. So, die Blumen nehmen wir mit. Können wir irgendwann Drogen draus machen? Liegen hier sonst noch irgendwelche Verstorbenen rum? Aber keiner mit einem Totenkopfhalstuch. Das finde ich echt nicht nett. Gut. Dann haben wir hier doch mal ordentlich. Begib dich zum Autoplan. Ach so, wegen. Genau, wo ist denn das? Da unten. Ach, ganz woanders. Ganz woanders. Wir sind jetzt hier oben. Da hinten haben wir noch. Bring das Ei ins Nest zurück. Oh, ich glaube nicht mit dem Rüstungszustand. Ah, wir müssen noch so viele. Was ist das denn hier unten? Finde einen Hochleistungsmagneten. Ach, den müssen wir ja auch noch finden. Und Außenposten Zimonia müssen wir auch noch. Triff dich mit dem Runner? Ach, den Runner. Ach, den Runner. Die Burg. Jamaica Plain. Hier unten dürfen wir wieder. Ja. Gut. Was haben wir hier? Diamond City. Ach, genau. Da haben wir ja wieder Hardware Town. Das ist, glaube ich, Suche im Baumarkt nach Farbe. Okay. Ach ja, für die grüne Mauer in Diamond City. Der braucht ja grüne Farbe. Hier müssen wir abgeben. Und hier ist noch Travis. Naja, so langsam. Ich glaube, einen Überblick haben wir schon. Aber ich denke mal, Richtung heimwärts geht es erstmal. Denn so wie wir aussehen, das geht wirklich nicht. So. Tust du mir einen Gefallen? Aufgepasst! Sehen wir uns mal an, was du so hast. Nö, ich nehme erstmal das, was du hast. Ich nehme erstmal. Jawohl. Ups, es tut mir leid, das so sehr wollte ich. Aufgepasst! Ja klar, lass uns handeln. Ich wollte dir nicht alles wegnehmen. Hoppala. Pass mal auf, den Flammenwerfen gebe ich dir mal wieder zurück.
Ich weiß nicht, was deine ursprüngliche Kanone hier, MacReady's Hut, natürlich, den bekommst du auch wieder. Sonst habe ich eigentlich gar nichts, was ich dir mal hier so geben könnte. Hilfsmittel, Munition wolltest du noch, ne? Du kriegst ja dann auch wieder ein bisschen Brennstoff, geben wir dir dann nochmal einiges. Und zwar, das war ja ganz gut, du kamst ja ganz gut damit klar. So, ausrüsten. Und den Flammenwerfer wirst du dir schon selber nehmen. Transfer, einmal den kompletten Schrott hinein. Dann haben wir, ich weiß es nicht, ob es das MacReady ist. Das kann weg, das kann weg, das kann auch erstmal weg, weg, weg. Todeskrallenhandschuh ist nice, aber erstmal rein damit. Das kann erstmal weg. So. Lederkombi kann auch erstmal rein. Hilfsmittel, da haben wir ja dieses ganze Fleisch. Blutkäferfleisch kann da rein. Blähfliegenfleisch kann auch erstmal in die Werkstatt. Fleisch vom Mischlingshund kann dort rein. Gemüsesuppe, Jet. Haben wir noch Meierlockfleisch? Was bringt mir dieses sehr... Wow. Aber das ist definitiv eine Droge. Red Kakerlakenfleisch. Todeskrallenfleisch. Das kann da freien. Und den Rest verkaufen wir dann. Haben wir irgendwelche Mods oder so, sowas auf Tasche? Nein. Okay. So, erstmal das Wichtigste, unsere Rüstung. Unsere Rüstung müssen wir mal wieder auf Vordermann bringen. Die sieht furchtbar aus. So, so kann man doch nicht rumlaufen. So, erst einmal reparieren und ausrüsten. Reparieren. Jawohl, das sieht doch schon mal deutlich besser aus. So. Ach ja, gut, wir haben mal wieder ordentlich was geschafft und ich glaube, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Vielleicht bin ich altmodisch. Es gibt nichts Besseres, als im Einsatz Rocker zu sein. Warte mal. Zerlegt. Wir gehen einmal kurz ein bisschen pumpen. So. An solchen Abenden wäre ein Wahnsinn, am Ende mit einem Action gibt. Wir einfach himmlisch. Nochmal zum Feierabend hin. Einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Genau. Ganz wichtiges Training. Und dann glaube ich auch, werden wir einfach mal. Denk dran, wir repräsentieren hier die Bruderschaft. Machen wir sie stolz. Auch wenn es uns ständig umbringen will. Ich schaff das. Ich schaff das. Commonwealth nie langweilig. Oh Gott, das ist so schwer. Und nochmal. Und. Ich kann es kaum erwarten, dass diese gottverdammte Hitze aufhört. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Ah. Kann ich was für dich tun? So. Ich möchte es nur sagen. Danke, nein, Piper. Gut. Könntest du aufhören, dir mit deine Füße mir ins Gesicht zu schlagen? Ah, gut. Leute, ihr habt eine Sitz... Seltsam, wie das Commonwealth sich in der Nacht verändert hat. Ich hab euch... Was kann man daraus machen? Ich hab euch doch deine... Ein Bier wäre mir zwar lieber, aber das tut's auch. Warum... zurück, Ma'am. Warum... Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Ja, aber warum sitzen... Ich habe euch doch hier eine schöne Sitzgelegenheit gebaut. Was? Nichts Neues, neue Freunde. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ja. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ach, lass mal. Nein, jetzt nicht. Nun gut.
Nicht böse gemeint. Die sind mit der Zeit immer einfacher zu erfahren. So, und dann würde ich mal sagen, pünktlich zum Feierabend bei einem gemütlichen gemeinsamen Zusammensitzen. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Könntest du... Nichts bleibt für immer verborgen. Ich fühle mich ein bisschen bedrängt. So. Jetzt aber wirklich. Wir machen hier mal Feierabend. Genießen mit unseren... Teil von etwas so Wichtigem wie der Bruderschaft. Ja, genießen mit unseren Freunden gemeinsam den Abend. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt... Fallout 4, genau. Und mal gucken, was wir dann machen. Es ist einiges dazugekommen und dieses Problem mit diesen Siedlungen, die irgendwie immer fehlschlagen, muss ich auch mal irgendwie in den Griff bekommen. Aber wie gesagt, beschäftigen wir uns nächste Folge mit. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Begleiten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ich bin